Irgendwann in diesem Video wird die Küchenwaage vorkommen. Aber wieso? Das ist die grosse Frage. Ich bin in eine Klosterschule gegangen, das wissen Sie glaub, bereits, und habe dort bei einem Mönch namens Bruder Ronald ein Fach gehabt, namens Autogenes Training. Wir haben ein Buch bekommen und haben die Entspannungstechnik gelernt. Ich war damals 15, 16, habe das ein bisschen schräg gefunden. Und heute muss ich sagen, die Technik hat mir echt etwas gebracht und ich nutze sie auch heute noch. Herzlich willkommen zu Lernen und Leben, heute mit dem Thema Autogenes Training. Ich bin top motiviert zurück und für die einen ein bisschen länger, für die anderen ein bisschen kürzer, je nach Wahrnehmung, sind wir wieder da mit einem neuen Video zum Thema Autogenes Training. Ich möchte euch heute erklären, was Autogenes Training ist, wo man Autogenes Training kann anwenden kann und dann auch, wie man das überhaupt macht, wie man das lernt. Was ist Autogenes Training? Autogenes Training ist eine Entspannungstechnik, wo man selber von innen aus, also darum eben auch autogen, lernt. Eine Entspannungstechnik, wo man selber sich mit Gedanken entspannt. Die Technik hat ein Berliner Psychiater vor gut 100 Jahren entwickelt, der Johannes Heinrich Schulz, ich habe das hier aufgeschrieben. Und klar, er war inspiriert vom Yoga, auch von Zen-Meditation, hat aber versucht, eine Technik zu entwickeln, die eigentlich unabhängig ist von Weltanschauungen oder Glaubenssystemen. Und er hat mit dem experimentiert und hat das dann als die neue Technik Autogenes Training so auch aufgeschrieben. Für was kann man Autogenes Training brauchen? Autogenes Training ist sicher mal super für Stressreduktion. Wer Stress hat, kann die Entspannungstechnik nutzen. Autogenes Training hilft zu fokussieren, also als Fokusmethode. Autogenes Training kann aber zum Beispiel auch als Einschlafhilfe benutzt werden. Dann brauchen viele auch autogenes Training als eine Art Basis für die sogenannte Autosuggestion. Also dass man sich, wir haben in einem anderen Video von positiven Glaubenssätzen geredet, dass man sich zum Beispiel positive Glaubenssätze wie ich singe gern unter der Dusche oder meine Großmutter motiviert mich für Mathematik, dass man sich so Glaubenssätze eigentlich in diesem Entspannungszustand einsagt. Wie lernt man autogenes Training? Autogenes Training ist, wie gesagt, eine Technik, die man eigentlich mit sich selber macht. Auch der Berliner Psychiater, den ich erwähnt habe, geht nicht davon aus, dass man eigentlich einen Trainer von außen hat oder auch eine Stimme von außen, sondern dass man das selber macht. Man kann das natürlich auch in Kurs lernen und ich würde das durchaus empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit und Zeit habt, das vielleicht an einem Kurs oder in einem Online-Tutorial zu lernen. Als erstes ist eigentlich also ein bisschen eine angenehme Sitzhaltung, wie wahrscheinlich also ein bisschen, wenn ihr aus der Meditation kennt, dass ihr schön auf die Kante vom Stuhl am besten sitzt, dass ihr da die Hände vielleicht verschränkt und angenehm sitzt. Wenn ihr es als Einschlafhilfe braucht, kann man natürlich auch einfach liegen. Das heisst, ihr setzt euch angenehm her und dann schliesst ihr die Augen, schaut, dass ihr angenehm sitzt. Und als erstes versucht man eigentlich Schwere sich einzusagen, also dass der Körper schwer ist. Der Körper ist nämlich auch schwer. Und jetzt kommt meine Küchenwaage ins Spiel. Könnt ihr mal, wenn euch das schwerfällt, so die Schwere vom Körper vorstellen, könnt ihr mal eine Küchenwaage nehmen. Und dann stellt mal einfach euren Arm auf die Küchenwaage. Das zählt jetzt nochmals normalerweise, meint, das müsst ihr noch ein Schüssel drauf. Genau, jetzt stellt den Arm da drauf. Und ich habe jetzt da, ich stütze mich nicht voll drauf ab, 4,5 Kilo ist mein Arm schwer. Also 4,5 Kilo. Also ein richtig ausgewachsenes Baby kommt manchmal mit 4,5 Kilo auf die Welt. Also es ist ein rechtes Gewicht, das euren Arm hat. Nur euren Arm. Als erstes trainieren wir die Schwere. Und es ist tatsächlich so,
dass man das versucht, jeden Tag zu machen und dann einfach mal ein paar Minuten nur Augen zu schliessen und die Schwere vom Körper sich einzeigen und sich vorstellen, dass der Körper schwer ist. Der nächste Schritt ist dann Wärme. Der Körper ist warm. Das heisst, ich sage mir ein, mein Körper ist angenehm warm. Mein Körper ist angenehm warm und so kommt die Wärme in den Körper rein. Auch das muss man natürlich trainieren, dass man das teilweise eine Woche lang nur versucht, die Wärme herzustellen. Und das ist tatsächlich möglich. Wenn euch das schwerfällt, könnt ihr vielleicht auch Bilder wählen, dass ihr euch vorstellt, ihr habt einen Heizstrahler um euch herum, wo euch Wärme hineingibt. Als nächstes konzentriere ich mich nur auf den Atem. Das heisst, ihr könnt auch vielleicht die Hand auf den Bauch legen, der Atem kommt und der Atem geht. Der Atem kommt und der Atem geht. Gewisse sagen sich zum Beispiel auch den Satz ein, es atmet mich. Das heisst, es schnauft wie durch mich durch. Ich konzentriere mich nur auf den Atem. Auch da kann ich natürlich, wenn ich es sehr konsequent mache, mal eine Woche lang, jeden Tag nur 4 Minuten den Atem beobachten. Als nächstes konzentrieren wir uns auf das Sonnengeflecht. Das heisst, das ist der Bereich hier, eigentlich mit dem Zwerchfell. Und stellt uns vor, das Sonnengeflecht ist warm. Es kommt Wärme da drin. Da habe ich auch schon lustige Sachen gehört, dass Leute sich vorstellen, es wird in eine heisse Schocke da drüber geklärt oder dass ein Bunsenbrenner da rein brennt. Je nachdem, was euch hilft, dass Wärme da rein kommt. Und fünfte Stufe dann ist es die Stirne, wo ihr euch sagt, die Stirne ist angenehm kühl. Die Stirne ist angenehm kühl. Da kann man sich vorstellen, man hat zum Beispiel einen kühlen Lumpen auf der Stirn. Wie Gedanken können zu körperlichen Reaktionen hervorrufen, das muss man tatsächlich trainieren, aber es ist möglich, das eine wird euch vielleicht auch ein bisschen einfacher fallen als das andere. Und mit der Zeit baut man wie auf, dass man in die Schwere geht, dann in die Wärme, dann den Schnuff beobachtet, Schnuff kommt und geht, dann das Sonnengeflecht wird warm und dann die Stirne kühl. Und dieser Zustand ist dann der Zustand der Entspannung. So lernt man autogenes Training. Natürlich braucht das eine gewisse Zeit. Wenn ihr da in die Tiefe geht, empfehle ich euch ein Buch oder ein Tutorial. Wenn man dann den Zustand erreicht hat, dann ist das, wie gesagt, eben die Basis zum Beispiel für einfach einzuschlafen, also als Einschlaftechnik, ich bin beruhigt und kann es dann einfach gehen lassen, meine Gedanken, und schlafe dann vielleicht einfach ein. Wenn ihr es nicht als Einschlaftechnik benutzt, ist es sehr wichtig, dass ihr euch nachher gut zurückholt. Also zum Beispiel sagt, wenn ich jetzt das autogene Training abbreche, fühle ich mich fit und wach, dann hört ihr auf, steht auf, bewegt euch ein bisschen und holt euch wirklich zurück, sodass ihr nicht in so einer Schläfrigkeit drin seid. In diesem Entspannungszustand drin kann ich mir jetzt natürlich, auch wie vorher schon erwähnt, so Autosuggestionen einsagen, also positive Glaubenssätze zum Beispiel, wie vorher gesagt, zum Beispiel mein Bruder motiviert mich für Mathematik oder meine Großmutter oder ich singe mit Freude und mit Enthusiasmus unter der Dusche. Positive Glaubenssätze habe ich in einem anderen Video schon genauer angeschaut. Auch kann man sich zum Beispiel so Dankbarkeitssachen einsagen. Also zum Beispiel gesagt, für was bin ich dankbar? Ich bin dankbar für meine Familie oder meine Kinder würden wahrscheinlich sagen, ich bin dankbar, dass es am Wochenende Nutella gibt. Für was man auch immer dankbar ist, kann man in diesem Entspannungszustand sich einsagen. Was eine weitere Anwendung ist, die ich vorher erwähnt habe, ist Prüfungsangst. Dass man eigentlich versucht, vor der Prüfung sich in so einen Entspannungszustand zu versetzen mit diesen 5 Schritten und dann sich zum Beispiel so Sätze einsagt. Also ich mache das jeweils so vor dem Auftritt zum Beispiel. Der Auftritt ist mir scheißegal. Der Auftritt ist mir scheißegal. Ich nenne das auch scheißegal-Meditationen. Funktioniert sehr gut in dem Zustand
vom autogenen Training. Das wären so ein paar Anwendungsbereiche. Technik habe ich euch erklärt. Und ich hoffe, es inspiriert euch vielleicht, das autogene Training noch mal ein bisschen genauer anzuschauen und es versuchen, auch in euren Alltag zu integrieren. Ja, das wäre es für heute. Ein Zuschauer hat erwähnt, dass er sich daran stört, dass ich am Schluss immer sage, bleibt zuhause und zwar mit so einem leicht autoritären Blick. Darum versuche ich es mal ganz anders. Bleibt lustig, bleibt gesund und geht auch wieder mal raus und geht joggen und geht Schocke essen und freut euch, vielleicht wenn es am Wochenende Nutella gibt. Ich wünsche euch ganz eine gute Zeit, bis es wieder heisst, Lernen und Leben. Danke vielmals.